So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich versuche auch jetzt immer mein Döner-Kebab-T-Shirt anzuziehen, wenn ich Ramses Kitchen mache. Das hat einen besseren Wiedererkennungswert, so wie bei Raider Mittwoch immer das blaue Hemd. Ihr kennt ja alle den Luca, wenn der so heißt, der immer Pizza rausbringt mit Plastikteilen, die sehr gut schmecken, beziehungsweise, na gut, die... Seine komische schwarze Pizza, die war ja wirklich nichts. Also da könnt ihr auch einfach ganz normale Schinkenpizza irgendwo holen. Die sieht besser aus, schmeckt auch besser. Aber diese Käsepizza, die er da rausgebracht hat mit so Lauchzwiebelchen drauf in Zusammenarbeit mit Gustavo Gusto, die war richtig gut, die hat super geschmeckt und das kommt ja eigentlich alles von Gustavo Gusto, weil die machen ja die Pizza. Er tut ja nur sein Gesicht hinhalten, dass sie das mit abbilden. Aber Gustavo Gusto bringt auch eigens kreierte Pizzen raus, ohne jetzt über Luca da Fame abgreifen zu wollen. Die haben eine schöne Margarita normal auch. Ne, die war auch von Luca. Verdammt! Die haben eine schöne Salami-Pizza, die ich noch nie probiert habe. Jetzt ist mir was aufgefallen im Rewe. Wo die Luca-Pizza immer lag, gab es noch was ganz Besonderes in Zusammenarbeit mit Sat1. Ne? Kennt ihr die Sendung auf Sat1? The Taste. Ich sag's nochmal. The Taste. Und schon, nachdem Luca den Durchbruch geschafft hat, hat The Taste und Sat1 gesagt, komm, wir springen auf den Zug mit auf und bringen unsere eigene Pizza raus, von Gustavo Gusto kreiert. Wer The Taste mag, wird diese Pizza lieben. Eine, hier unten steht es nochmal, eine Apfel-Zimt-Pizza. Und das ist schon wieder so außergewöhnlich, dass wir das natürlich probieren müssen. Ihr seht hier auch lieblich einen Apfel mit einem Herzchen unten dabei. Steht auch alles drauf hier. Süße Steinofen-Pizza mit Apfelscheiben, Mascarpone und Zimt. Apfel-Zimt von Hand geformt. Hinten drauf könnt ihr auch noch was lesen, das gucken wir uns jetzt kurz an, was da steht. Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen, Apfel-Zimt-Pizza. Diese Pizza hat nicht nur Geschmack, sie hat auch The Taste. Zusammen mit der Sat1 Kochshow servieren wir jetzt eine ganz außergewöhnliche Sorte. Pizza mit Apfelscheiben, Mascarpone und Zimt. Klingt unglaublich, schmeckt auch so. Wenn sie auf einen Löffel passen würde, hätte sie sicher auch gute Chancen bei der Jury. Passt sie aber nicht. Auf deinen Teller aber schon. Zumindest so gerade. Probier es aus. Guten Appetit. Guten Appetit. Und da seht ihr noch 250 hier. Like, lecker, Facebook, alles dabei. Die wollen wir heute also mal probieren. Die testen wir heute mal von Gustavo Gusto, die Apfel-Zimt-Pizza von The Taste. Aber ich kenne euch, ihr seid sowieso immer so mit Vorurteilen überhäuft. Damals, als sie diese Nutella-Pizza rausgebracht haben, diese Schokopizza von Dr. Oetker, haben alle gesagt, ist das eklig, wie kann man denn eine Schokoladenpizza machen? Und ich habe mir nur gedacht, wie dumm sind die Leute denn eigentlich, denn jeder geht los und tut sich ein schönes Toastbrot schmieren mit Nutella. Jeder tut sich ein schönes Brötchen aufbacken mit Nutella. Jeder geht los beim Jahrmarkt irgendwo auf irgendwelchen Festen und die gönnen sich dann irgendwelche Wraps mit Nutella. Im Prinzip ist das alles Teig mit Nutella, in welcher Form auch immer. Jetzt sagt jemand, wir machen eine Schokoladenpizza und alle sagen, ist das eklig. Warum esst ihr denn dann Nutella-Brötchen, Nutella-Brot, Nutella-Wraps, Nutella-irgendwas? Das ist alles im Prinzip doch dasselbe. Es ist einfach nur Teig mit Nutella. Warum soll das eklig sein? Es gibt herzhafte Varianten von Wraps und es gibt süße Varianten. Genauso wie man kann sich ein herzhaftes Brötchen machen mit Salami und Käse. Man kann sich auch ein süßes mit Marmelade oder eben Nutella machen. Und bei der Pizza ist es doch im Prinzip kein Unterschied. Ihr könnt euch eine deftige Salami-Pizza reinhauen oder ihr nehmt eine mit Apfelscheiben. Dann kommt halt mal von eurem beschränkten Denken weg und seht einfach, dass das im Prinzip wie ein Apfelkuchen dann ist. Ein Apfelkuchen zum Essen. Einfach,
wer sich beim Bäcker irgendwie irgendwelche Snacks holt, so die Apfeltaschen, die noch warm sind, das schmeckt euch doch auch. Also Apfeltasche beim Bäcker ist okay. Apfelpizza, widerlich. Wie kann man sowas nur probieren und essen? Aber es ist doch das Gleiche im Prinzip. Nur halt größer, runder, in Pizzaform. Also ich verstehe die Leute wirklich nicht, wo da der Denkfehler ist. Die packen wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Hätte ich eigentlich schon längst machen können. Dann packen wir sie in den Ofen. Dann packen wir sie in mich rein. Dann gucken wir mal, wie das am Ende aussieht. So sieht es jetzt gerade aus. Hier liegen die ganzen Apfelscheiben drauf. Der Adi freut sich auch schon. Adi! Wir tun die Folie mal noch abziehen, damit wir sie euch ohne Folie zeigen können. Und dann bin ich mal gespannt. Von der letzten Gustavo Gusto Pizza war ich ja sehr angetan. Jetzt habt ihr hier also eine süße Variante, deswegen mache ich die auch heute, wo meine Mama da ist. Denn die isst nämlich gerne Süßes und Gebäck und sonst was und Küchlein mal. Und das ist bestimmt perfekt für sie. Eine schöne, frische Apfelzimtnote, das warm gemacht, wie so ein Apfelstrudel, stelle ich mir wunderbar vor. Was soll daran jetzt sein? Was soll daran eklig sein? Ich verstehe es nicht. Wir melden uns zurück, wir packen die mal in den Ofen und gucken dann mal, ob die wirklich das hält, was es verspricht. Riecht auf jeden Fall schon gut und die Schale bei den Äpfeln ist auch noch dran, das ist ganz wichtig, da stecken doch die Vitamine drin. So, da sind wir also wieder. Die Pizza, oder soll ich lieber sagen, der Apfelkuchen ist fertig. Guckt euch den an, sieht das nicht herrlich aus, ne? Den habe ich jetzt geviertelt. Ihr habt also jetzt genau 4 solche Stücken. Die sind schön dünn auf jeden Fall. Da seht ihr schön die Apfelringe, ihr seht den Zimt, ihr riecht den Zimt. Riecht ihr den Zimt? Der Adi riecht auf jeden Fall den Zimt, der ist schon ganz außer Häuschen. Der hat eben schon den Pizzaschneider abgeschleckt, nachdem ich ihn in die Spüle geworfen habe. Ich verstehe es wie gesagt nicht, wieso die Leute sagen, Pizza, süße Pizza ist doch eklig oder Schokopizza ist doch eklig. Es gab damals ja von so einer besonderen Marke, die haben damals schon eine Schokoladenpizza rausgebracht, lange vor Dr. Oetker. Und dieselben haben auch eine Apple Pie Pizza rausgebracht, lange vor Gustavo Gusto und The Taste. Die denken auch, sie sind's oder was? Jetzt, wo sie alles nachmachen. Jetzt, das ist aber bekannt und schon heißt, wow, das erste Mal, dass es sowas gibt, finde ich immer richtig armselig, wenn gar nicht richtig informiert wird und die Leute gar nicht wissen, dass es das alles schon vorher gab. Wir sind aber gespannt. Ich nehme erstmal hier das Stück. Da ist nämlich vorne kein Apfel drauf und probiere einfach nur mal den Boden mit dem Zimt. Schmeckt ein bisschen wie Zinni-Minis, wenn ihr so Cornflakes esst, immer zum Frühstück. Nur halt ein bisschen warm. Ist aber irgendwie ein bisschen trocken, finde ich. Vielleicht habe ich es auch schon wieder zu lange im Ofen gelassen. Wir probieren auch hinten mal ein Stück vom Rand. Sehr, sehr knusprig auf jeden Fall. Kann natürlich auch an mir liegen, durch die fehlerhafte Zubereitung. Jetzt bin ich aber gespannt, wenn wir mal in den Apfelring reinbeißen. Wir nehmen mal hier drüben das, Richtung Nase, ob das schön süßlich ist, gut nach Apfel schmeckt, ob das künstlich schmeckt, gar keinen Geschmack bringt. Toll. Also vom Apfelgeschmack her ist das richtig okay, schmeckt gut, schmeckt wie eine kleine, wie wenn ihr zum Kaffee oder so Leute einladet, das mal hinstellt und die überrascht damit, ist das bestimmt eine gute Sache. Wer gerne Gebäck isst oder was Süßliches, der kommt sicherlich auch voll auf seine Kosten. Generell finde ich das aber, das ist so dünn und so trocken, also so viel Freude hat mein Gaumen daran nicht, wenn man es jetzt mit Fastfood vergleichen will oder mit einer richtigen Pizza. So zum Kaffee kann man das mal machen, aber wahrscheinlich seid ihr billiger dran, wenn ihr euch normal einfach da
einen Apfelstrudel gönnt. Die hat jetzt auch fast 4, fast 5 € gekostet, glaube ich. Und dafür so dünn und relativ wenig, würde ich sagen. Ich glaube, für 4 € bekommt ihr einen schönen dicken Apfelstrudel zum Reinbeißen, wo ihr auch diesen Apfel-Zimt-Geschmack habt oder Zimt selber halt drauf macht. Also probiert es mal aus, wenn es euch interessiert. Aber ich finde, dafür gibt es definitiv auch andere Alternativen, dass sich das geschmacklich gar nicht so viel nimmt. Trotzdem interessant, schmeckt trotzdem gut, aber finde ich ein bisschen zu teuer auf jeden Fall. Das ist so einfach so Luxus, so Besonderes. Ich werde jetzt mit rübernehmen, werde die Hälfte meiner Mom abgeben, die freut sich schon. Die wartet die ganze Zeit drauf, dass ich endlich fertig werde. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr die schon mal gesehen? Würdet ihr die auch probieren? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.